Ein Trabant an der Grenze. Nicht nur für Kinder ist das eine Zeitreise. Die Gefahr, unter der DDR-Bürger versuchten, in den Westen zu gelangen, das ist heute Geschichte. Und auch, was hier vor 30 Jahren passierte. An der ungarischen Grenze hatten Aktivisten zu einem paneuropäischen Picknick geladen. Symbolisch wurde die Grenze geöffnet in Absprache zwischen Ungarn und Österreich, um zu zeigen, wie ein friedliches Europa ohne Grenzen sein könnte. Mehr als 600 DDR-Bürger nutzten das für ihre Flucht in den Westen. Beim Festakt zum 30-jährigen Jubiläum im ungarischen Sopron erinnert Bundeskanzlerin Merkel daran. Aus dem Picknick wurde die größte Massenflucht aus der DDR seit dem Bau der Mauer 1961. Aus dem Picknick wurde ein Weltereignis. Die ungarischen Grenzschützer schossen nicht. Sie ließen die DDR-Bürger ziehen. Sie bewiesen Mut, indem sie Menschlichkeit über Dienstvorschriften stellten. Merkel dankt Ungarn. Die Ereignisse damals hätten zur Einheit Deutschlands und Europas geführt. Sie mahnt aber auch die Verteidigung europäischer Werte an. In der Frage, wie Europa heute mit Flüchtlingen umgehen soll, liegen sie und der ungarische Regierungschef Orbán weit auseinander. Vor 30 Jahren haben wir Wände abgerissen, damit die Menschen frei sein konnten und in Sicherheit leben konnten. Und jetzt, 30 Jahre später, schützen wir die Südgrenze Europas, damit sie auch weiterhin frei sein können und in Sicherheit leben können. So erklärt Orbán den Bau neuer Grenzen an dem Tag, an dem an die historische Öffnung eines Grenzzauns erinnert wird, heute vor 30 Jahren.